Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Verbandsgemeinde, ich möchte Sie heute über verschiedene Themen aufmerksam machen, aktuelles, zum Beispiel über die Corona-Notfallambulanz in Jokrim, die seit 2 Wochen arbeitet. Von Montag bis Freitag können Sie dort jeweils vormittags 4 Stunden von 8 bis 12 oder von 14 bis 18 Uhr hingehen, wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie an Corona erkrankt sind. Sie entlasten damit Ihre örtlichen niedergelassenen Ärzte. Sie können dort ohne Überweisung hingehen oder sich hinbringen lassen. Wenn Sie so erkrankt sind, dass Sie nicht das Haus verlassen können, können Sie auch die 116 117 anrufen und können einen Hausbesuch dort vereinbaren. Wenn Sie dort hingehen, werden Sie registriert zunächst mal. Sie werden untersucht und wenn der diensthabende Arzt dort feststellt, dass Sie tatsächlich entsprechende Symptome haben, werden Sie getestet und dann weitere Maßnahmen mit Ihnen besprochen. Nutzen Sie diese Einrichtung. Sie ist anscheinend noch nicht überall bekannt. Sie wird noch wenig genutzt, aber Sie können damit Ihre Hausärzte deutlich entlasten, die ansonsten etwas überbelastet sind im Moment. Zum Zweiten, liebe Bürgerinnen und Bürger, möchte ich Sie auf den Abhol- und Lieferservice unserer Restaurationen und auch allgemein Gewerbebetreibenden hinweisen. Sowohl auf unserer Homepage als auch im Heimatbrief haben wir eine Liste stehen, wo Sie ernehmen können, welche Gastronomiebetriebe dafür eingerichtet sind, dass Sie dort Essen abholen können oder sich liefern lassen können. Wir werden auch in Zukunft die anderen Gewerbetreibenden auffordern, die außerhalb der Gastronomie sich dort registrieren zu lassen, wenn Sie Waren anbieten zum Abholen oder zum Liefern. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr und unterstützen Sie unsere Gastronomie, unsere Gewerbetreibenden vor Ort. Die versuchen alles Mögliche, um so wenigstens über die Runden zu kommen. Und Sie können das Ihre dazu tun, um diese Leute, diese Gewerbetreibenden zu unterstützen. Zu guter Letzt, liebe Bürgerinnen und Bürger, möchte ich Sie auf die neu gestaltete Corona-Information auf der Homepage unserer Verbandsgemeinde hinweisen. Sie finden dort Informationen vom Kreis. Sie finden dort viele Informationen aus unserer Verbandsgemeinde, zum Beispiel über die Situation im Altersheim, in der Verwaltung, in den Kindergärten und so weiter. Sie können dort sich informieren über häufig gestellte Fragen und finden dort auch Antworten. Und nicht zuletzt können Sie sich auch inspirieren lassen für Ihre Freizeitgestaltung. So finden Sie dort zum Beispiel, wie man Seifenblasen herstellt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.